Nee. Nein. Nein, der denkt sich das doch aus fürs Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf YouTube. Wir haben uns dazu entschieden, gerade im Stream, also eigentlich würde sich das schon die ganze Zeit gewünscht, dass ich auf Jules reacte, mal wieder. Heute gucken wir uns das Video an, in den Tiefen des Meeres. Es geht 53 Minuten. Ich weiß nicht, ob mein Gehirn bereit dafür ist, aber es ist ja auch schon 21 Uhr, deswegen ist das jetzt mein Gute-Nacht-Video, was wir uns reinziehen werden. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Let's go. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben seine Augen, tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Man macht seine ersten Schritte, besucht den Kindergarten, sieht die Natur, die Städte und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planeten sind. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt konfrontiert. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle. Du wirst sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Yes, don't fart. Oh, das finde ich so schlimm. Finde ich übrigens so schlimm. Es gibt ja so Leute, die gehen extra in so Höhlen rein und denken sich, geil, das gönne ich mir jetzt. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram-Profil. Warum? Aus, aber alles, was einen Eingang kleiner als Faustregel 6 Joghurtdosen hat, ist... Warum kleiner als 6 Joghurtdosen? Absolute No-Go-Zone. What are you doing? Me? Just hanging around. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem dir ein Troll drei Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones Fallen, die von der Decke hängen, bevor du jemanden halb tot, kopfüber in einem Loch auffindest. Oh ja. Es kommt alles zusammen. Zweitens, begib dich niemals an die obersten 5% der Erdoberfläche. Es gibt einen Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön, genau dafür wurden Kameras erfunden. Wie bitte? Das warum ist da so viel Kram? Ist das alles Müll, was da liegt? Das ist nicht das Gleiche. Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Hey Brian, Lust auf einen Eiskotz? Und am allerwichtigsten, begib dich niemals, unter keinen Umständen, in die tiefsten Gegenden des Meeres. Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist, also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was soll da schon bei rumkommen? Wasser 2? Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Ein Schrimp, eine Krabbe, lecker, Thunfisch. Außerdem sind 94 fucking Prozent des ganzen Meeres auf dieser Welt noch unerforschtes Gebiet für uns Menschen. Weil warum Pinguin mit Husky-Kopf? 10% des ganzen Meeres auf dieser Welt noch un... Warum? Warum? ...erforschtes Gebiet für uns Menschen. Weil an den Großteil kein Licht kommt und der deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Ich hab richtig Schiss vor mir. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich so schnorcheln gehe oder so, da ist mir schon 3 Meter zu tief. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben. Wie zum Beispiel ein Fisch, der 2 leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anstarrt. Was, ey? Der hier sieht aus wie ein Pokémon. Warum bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv? Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster, Riesententakelmonster, Gigatentakelmonster. For centuries, the bottom of the deepest seas have been off limits for a good fucking reason. Elden Ring Endboss-Gegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten willst. Ein Computer-Gaming-Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Dieser What? Fisch sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Still no sign of human life. Was that a flying fish? Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem Meer gekrochen sind, um uns weiterzuentwickeln, sondern weil wir fucking Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumschwimmt.
Doch wenigstens bist du dort unten sicher vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Vorteile, die... Ja, das stimmt. Was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Außerdem random Wasserexplosionen. Riesige was? Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen, in Höhlen rein. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Warum? Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 cm groß ist. Immer noch nicht. Warum rennen da Pferde da? Nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy-Unterwassermikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig in einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Heißt, du hättest nie beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein fucking 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Echt nicht? Also ist das jetzt Real Talk, was er da sagt? Und so wurde die Erklärung vom Bloop-Monster geboren, was ungefähr so aussehen müsste, Never. Um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Oh nee, ich wollte gern tauchen gehen dieses Jahr. Den Bloopfisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem Blobfisch, der Fisch, der oft als das hässlichste Wassertier unseres Planeten bezeichnet wird. Naja, auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser tauchen? Nope. Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Das hier ist der Unternehmer und Businessman Stockton Rush. In Fachkreisen wird er der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen. Glauben Sie, dass ich Elon Musk bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Elon Musks in einem edlen Elon Musk. Sein Leben verbrachte er damit, verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Er war ein Mann, der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte. Und so fand er mit den Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. There is no private access to the deep ocean. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wer sich da auf den Meeresgrund begeben wollte, mit was für einem U-Boot und so, also ich bin da gar nicht drin. There's all this life to be discovered. The future of mankind, I like to say, is underwater. Und was braucht man dafür? Richtig, U-Boote und massive Eier, holy shit. Nun, Stockton Rush hat zuvor schon Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so gründete er 2009 die Firma Ocean Gate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Touristen wie zum Beispiel Macklemore. Now we're submerged and dreams become a reality. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? No. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Und ich meine, Haie angucken ist cool, aber das kann man auch ohne ein U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft Unterwasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. What the fuck? Kilometertiefe Tauchgänge, um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. Ocean Gate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Stockton Rush wollte tiefer. Ja, ja.
Das Wrack der RMS Titanic, das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte und seitdem kilometerweit unten auf dem Meeresboden ruht. Es hat Jahre gedauert, es zu finden und das die meisten so Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen erblicken können. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende spielte und seitdem als Geister um das Wrack der Titanic herumschwimmt. Das ist eigentlich auf so dem interessant. Sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis, welches Nokia. Sich vor mehr als einem Jahrhundert abspielt. Und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. So romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten 250.000 Dollar Explore the Titanic, 8 Tage, 7 Nächte, 23.02 bis 23. See the wreck side of RMS Titanic, stay the open ocean, receive onboarding training, explore the deep ocean. Ach du Scheiße. Donnern Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten. Und die Zeit lief ihm davon. Denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. The Titanic will melt away and be gone in 20 years. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eiffeltürmen, 64 Fußballfeldern oder 9,3 World Trade Centern. Sorry. Und so werkelte der Meisteringenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren U-Booten, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur fucking Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan, the Queen of the Fleet, welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Das kann ich sein. And that will open up 50% of the planet, Titan. Und wie man erkennen kann, es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf eine Reise zum Wrack der Titanic begeben. Der Ablauf läuft wie folgt. Man steigt mit einer maximal 5-köpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind, und taucht 2,5 Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Und damit der U-Boot-Kapitän auch weiß, wo er hin muss, kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an. An das Mutterschiff an der Oberfläche. Wenn man genug gesehen hat, drückt man den grünen Knopf, pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus, ersetzt die Gefäße somit mit Luft, lässt die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder hoch. Yippie, hurra! Stockton Rush hat eine Millionen gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Oh, fuck. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den U-Boot-Tourismus bekannter zu machen. Come join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The Ocean Gate Titanic Experience. Denn Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglücksstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Are you making money on this operation? No. So, not yet. Yes, you are a compulsive liar. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich cool aus seiner mit Boomer gefüllten Facebook-Timeline aussehen muss. I don't have a boyfriend and I don't want it. Stockton Rush überwältigte die Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme, die andere davon überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Es war für Stockton Rush ein ganz normaler Sonntag. Warte mal. It is my big day. It is my big day. Warte mal, eine weitere. Tut mir leid, ich bin nicht informiert, stempelt mich als blöd ab. Aber ist eine schon, weil er meinte, eine weitere, ist eine bereits stattgefunden schon? Oder
verstehe ich das gerade falsch? Über 90 mehrfach. Okay. Ich habe mich auch gewundert, weil dieser... Okay, es kommt noch um die... Okay, alles klar. Okay, alles klar. How are you feeling? Very excited. Diesmal haben sich vier andere Passagiere von der Idee begeistern lassen, die Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Warum der zufällige reichste Mann Pakistans, zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher bei dem Guinness-Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Ey, was gibt es denn alles für dumme Weltrekorde? Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul-Henri Nargeolet und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut Hamish Harding. Wir sind exzentrische reiche Säcke, also gehen wir auf 4000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich meine, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der siebte Ferrari ist nach dem achten Mal fahren. Die wissen auch nicht, woher mit dem Geld, ganz ehrlich. Auch irgendwie langweilig geworden und der Privatjet hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher, also warum nicht einfach mal die Titanic sehen? Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See, als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später, Kontaktabbruch. Die Kommunikation vom Mutterschiff zum hinabsinkenden U-Boot wurde gekappt. Fünf Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation zur Außenwelt. Zusteuernd auf ein Wrack eines Schiffes, welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große Suchaktion ging los. Es sollte ein Wahnsinnsabenteuer sein, herausgekommen ist ein Wahnsinnsalbtraum. Und dadurch drang die Nachricht schließlich auch zu den Medien durch. Und was daraufhin geschah, das erfahrt ihr nach der Werbung. Werbung! Oh, heiliger Finanzguru, nachdem ich mir endlich die App heruntergeladen habe, habe ich jetzt drei ganze Wünsche frei. Ich wünsche mir einmal, dass Schildkröten sich nur noch auf einem Skateboard fortbewegen können. Dass ich durch die Finanzguru-App großes Reichtum erlange. Und als drittes wünsche ich mir einen riesigen Cock. Ist er das? Warum einen riesen Cock? Oh, verdammt! Dank der Finanzguru-App weiß ich endlich, dass 63% meines Monatsgehaltes in Beyblades zu investieren keine gute Idee ist. Dank Finanzguru muss ich jetzt endlich keine Kerze mehr unter meinen Duschkopf halten, damit das Wasser warm wird, weil ich herausgefunden habe, dass ich 22 verschiedene OnlyFans-Fußaccounts-Abos auf einmal laufen lassen habe. Oh, wie bitte? Man kann Verträge auf einem Schlag alle über die App kündigen? Wow, das ist ja wunderbar! Die App ist bekannt aus Serien wie Höhle der Löwen, Donald Duck, Breaking Bad, Haus des Geldes, Lucky Luke, Hannah Montana, Phineas und Ferb, Fortnite, Minecraft. Wusstet ihr, dass 95% der Spielsüchtigen aufhören, bevor sie einen großen Jackpot gewinnen? Mit Finanzguru Plus kannst du zum Beispiel tiefgehende Analysen darüber, wie sich dein Vermögen entwickelt hat, nutzen. 0 Euro, 0 Euro, 0 Euro, 0. Wer auch immer da draußen diese Werbung gerade nicht schaut, hört auf, meine fucking Werbung zu skippen. In der App. Wir skippen die Werbung übrigens nicht. Sieht man alle Versicherungen auf einen Blick. Gott sei Dank habe ich mich gegen Kometeneinschläge versichert. Hinterzieht eure Steuern jetzt auf keinen Fall mit der Finanzguru-App, weil da sind alle Ein- und Ausgaben perfekt aufgelistet und das Finanzamt wird ein leichtes Spiel haben und einen Terminator auf euch losschicken. Wow, Jules, das ist mal wieder eine super seriöse Werbung. Das segnen wir genau so ab. Hol dir jetzt die Finanzguru-App und benutze den Code Jules, um Finanzguru Plus für ganze 3 Monate kostenfrei zu benutzen für sehr viele atemberaubende Vorteile. Oh mein Gott, die App ist so gut. Ich ersticke. Fällt einfach gar nicht auf, dass es Werbung ist, ne? Werbung. Ende. Die Nachricht vom verschwundenen U-Boot erreichte also Stück für Stück die Medien und so kam langsam ans Licht, auf was für einem unfassbar riesigen Eisberg dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Ocean Gate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. Angefangen mit der Konstruktion des Ocean Gate Titan U-Boots kamen Stück für Stück immer mehr Infos und Details an die Oberfläche und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine absolute Shitshow dieser Mann da ablieferte. Aber ich will
gar nicht wissen. Also, ne, also, ja, ich weiß, viele machen Memes draus und so, okay, aber ich finde das alles eigentlich ein ganz, ganz großes, eine ganz, also weiß ich nicht. Ich finde das ganz schlimm. Das muss so unfassbar schlimm gewesen sein da unten. Oh, holy shit, ich. If that's your idea of safety, then you're doing it wrong. Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017, als Stockton Rush anfing, dieses Prachtstück zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehendes Stück von Gefährt. Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. I'm a civilian. Also, holt eure Zettel raus, es wird Zeit für eine kleine Physikstunde. Hey, Nissan, Michael hier. Your submarine is very safe. Or is it? Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich Stahl oder Titanium. I am... der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann, und womit baute er sein U-Boot? Kohlenstofffasern. Carbon Fiber. Carbon Flyer. Carbon Fiber. Er meinte, er sei Innovator und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen überschreiten. Man würde sich an einen erinnern für die Regeln, die man gebrochen hat. You remembered for the rules you break. You know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. Looks pretty strong. I should build a submarine out of this. Tja, brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft. Als würde man in den fucking Obi laufen und nach einer Abteilung für U-Boot-Teile fragen. Bist du dumm, du gottverdammter Hurensohn? Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen $250,000 Willy Wonka-Tickets anbieten könnte. There's no GPS underwater, so the surface ship is supposed to guide the sub to the shipwreck by sending text messages. Das U-Boot wurde mit einfachen Kabelbindern repariert. Mm. Außenteile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Das Glasfenster... Nee, ich glaub das nicht. Nee. Das ist doch... Nee. Da ist für 1300 Meter geeignet, soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Die Scheiben haben eine Stärke von 9 Zoll. Sollten sie nachlassen, heißt das in 2 Millisekunden Sayonara. Dafür hat unser U-Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so, genauso wie im Flugzeug halt. Oh, fuck. Bei den essentiellen und wichtigen Materialien wurde gespart. Aber Hauptsache, das U-Boot hat einen $40 eBay Bluetooth-Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Das hier ist die Inneneinrichtung von James Camerons U-Boot. Das ist James Cameron, der Tapfer-Pionier. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins. Und jetzt guckt euch diese XXL Ravioli-Dose an. Oh my god, this looks miserable. Holy shit. Eine aufmachbare Luke, durch die man rausklettern kann, braucht er nicht. Sein U-Boot wird erstmal mit Hilfe von Schrauben von außen zugebohrt. We're sealed. We're in here. Damit man sich danach in eine Art Vakuumkapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel ein U-Boot. Es gibt zwar 7 verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen, heißt jedoch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Es ist gleich hier, es ist doch angezeichnet mit einem fetten Stift. Dieses U-Boot wurde unterirdisch schlecht konzipiert. Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Unter... Ja, aber... Ach,
Nee. Vertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boots und zahlreiche Materialfehler hingewiesen und ihn davor gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, dass er nur noch junge Leute mit genügend Imaginationskraft anstellen wird und keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. You'll see a whole bunch of 50-year-old white guys. I wanted our team to be younger, to be inspirational. Und daraufhin hat die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten GigaChats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben, dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze Industrie gefährden würde. Oh nein, ich habe AirPods drin. Ich kann eure Kritik nicht hören. Ich tauche jetzt zur Titanic. Blub, 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 blub. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Er hat auch als einziger Mensch sein U-Boot nicht von irgendeiner Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltenden Seerecht jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das ohne Zertifizierung. Oh lol. Und doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotzdem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Because that's where we worked with Boeing and NASA and the University of Washington. We partnered with Aerospace, NASA and Boeing on the design of our hull. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit? Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Haltbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft wurden? Oh nein! Lügner! Lügner. Und wie steuert man so ein U-Boot eigentlich? Ein Lenkrad? Ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt? We run the whole thing with this game controller. Come on! Ein kabelloser B-Klasse, 30 Euro Amazon Logitech Controller. Nee. Nein. Der denkt sich das doch aus fürs Video. Controller. Logitech Video Game Controller. Get me out of this submarine! Okay, und um fair zu bleiben, Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach, weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Selbes gilt auch für riesige Bohrer- und Baggermaschinen. Der Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Doch hielt es Stockton Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, sollte besagter Controller mittendrin mal wirklich defekt sein, dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann einst, ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed. And it's meant for a 16-year-old. And it's meant for a 16-year-old. Alle vier Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, in der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Boots hingewiesen wurde. In dieser Erklärung kommt achtmal das Wort Tod vor. Could result in physical injury, disability, emotional trauma or death. Where do I sign? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für $250,000 in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt, sondern dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schmieden von fucking Mordor hergestellt wurden. Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen vorher geworben wurde, ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. You just cry a lot? And just keep the dream alive? In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. Oh shit. In der Fahrt eines YouTubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. I can tell you right now, I feel like I dodged a bullet. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich.
Und wisst ihr, was das war? Die U-Boot-Teile, die kilometerweit unten langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. Halt. Should have just hired a 50-year-old white guy. Aber Hauptsache, das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Hier, fahren! Oh, fuck! Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt russisch Roulette gespielt. Und das Schlimmste daran, es war ihm bewusst. The only way we were going to be able to help humanity unlock the secrets of the ocean was to get past the regulations. Stockton Rush hat einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn für superreicher als eine Tourismusneuheit und Innovation der U-Boot-Industrie verkauft. Okay, legt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. We lost comm. I think that would be a sentence I would never want to hear in my life again. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Passagiere sich vorher einfach mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten vielleicht nicht der sicherste Ort für ein self-made U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel. As you can see, the more you fuck around, the more you're gonna find out. Der Gedanke war einfach zu verlockend. Ein Tourismuskonzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000 Meter Marke erreichen kann, das riecht nach Geld. Money, 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 money. Es würde 50% des Planeten eröffnen und das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen mit den gemeinsamen Recherche- und Archivfähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt, über diese unglaublich skurrile und dumme Situation Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Meme! Approved! Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich superreiche Menschen sind, ist wirklich jegliche überbleibende Empathie auf Null gefallen. They paid $250,000 for the full Titanic experience and it was delivered to them. Sinking is part of that experience. Ich meine, Milliardäre, die für einen Riesenhaufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden? Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Kawasaki! Ich weiß nicht wie, es ist unfassbar absurd und es ist unfassbar dumm und ich verstehe es nicht. Ich kann da keine Witze drüber machen. Ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Nee. Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgehendes U-Boot war. I am under the water, please help me. Ihr werdet sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen. Die OceanGate Titan Memes schienen wirklich nahezu perfekt jeden einzelnen Checkpunkt von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jahre zu erfüllen. Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattformen wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch ich. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemonster. Es waren einfach zu viele, um sie alle aufzählen zu können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Es wäre einfach kein richtiges Internetgeschehenes ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. My conspiracy theory is that they're not actually lost, but this is all for publicity because they're millionaires and billionaires. Is this the only submarine that this company has and uses? Do they not have more equipment to go and save these people?
If you're homeless, just buy a house. Die Rothschild-Oceangate-Theorie. Die Theorie, dass sie ihren Tod aus Steuergründen gefaked haben und jetzt irgendwo in den Stripclubs von Atlantis chillen. They're going away to an island forever. Yeah, they're probably figuring it out. I don't know. It's just get away. Can't believe, yeah. These people had to have been in trouble or something and needed to fake their death. Something ain't right and the government's gonna try to control the media. Du bist dumm. Du redest zu viel. Es ist alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben oder dem Fakt, dass es wirklich Leute gibt, die Gartenzwerge in ihrem Garten stehen haben. Maybe the news is just trying to hide something big from us. Big Chungus. Big Chungus. Yes, Big Chungus. Was hat das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia-Flug 370 oder Joe fucking Biden zu tun? Biden, blast! Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, wenn er wollen würde. Warum steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass er die Passagiere da unten mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. Here are 8 reasons why I hate the internet. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. I am an expert. This submarine sucks. I am an expert too. Expert, expert here. Those are experts. Expert, expert, expert here. The expert, expert. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein fucking Jetpack dran gebaut hätte. If all 5 passengers are losing air, why don't they just breathe? Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Kunden Nami-Cheatcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man Vin Diesel sagen würde, dass sich seine Familie gerade dort unten befindet. I got family. Regel 34 des Internets besagt, dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Auch über U-Boote. Auch über dieses U-Boot. How many men had she inside her? I think that's enough Internet for today. You, what the fuck is wrong with you? I nutted. Artworks vom U-Boot. Zahlreiche Filmposter. Comics von Boomern, die viel zu spät in irgendwelchen TV-Magazinen landeten. Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games, in welchen das U-Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods zu spielen ist oder nachgebaut wurde und, naja, in Rekordzeit zur beliebtesten Gaming-Map wurde. 250k is crazy. Lego-Nachbauten von dem Oceangate Titan-U-Boot mit dazugehörender Titanic im Hintergrund. Warum ist meine Hose kalt und nass? So stirbt Batman nicht! Und ich weiß nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und der Controller. Oh mein Gott, der Controller. Mom said, it's my turn to pilot the submarine. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway to Hell Combo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hochtauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush. Falls das Blue Monster kommt, schießt es einfach mit der Nintendo Zapper-Pistole ab. Stockton Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen. Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher in einen zeitlich sinnvollen Zusammenhang in Form einer Geschichte erzählen würde und sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzusetzen, dann würde diese Geschichte genau so aussehen.
Alles fing an mit einer Explosion und 6 Passagieren, von denen einer der geheim versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegneten sie einem in Low-Quality drehenden Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Dr. Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte und so sind sie in einen naheliegenden Stein geknallt, was ein großes Loch im U-Boot hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem Holz, was er mitbrachte, 2 Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Fortgeschrittene Physik. Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die Urahnengeister der Titanic, mit denen sie dann zusammen einen Fortnite Chuck-Chuck tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. Doch leider waren die Batterien des Controllers leer und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie abgefangen von Nautilus aus League of Legends, der einen Pentakill machen wollte, und so weichten sie aus und crashten in 2 zufällig direkt nebeneinander stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Gott sei Dank haben sie gerade so überlebt, doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen und ab da sah der letzte Überlebende, Thaddäus, wie lange braucht er für so ein Video? Tentakel nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach 2 Tagen schließlich am Strand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Heraus kam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte, Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig, das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Stunt für den kommenden Film Titanic 2, Jack is Back. Titanic 2. Jack's back. How the world don't Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen, es sind mittlerweile 2 Tage vergangen, in denen die Passagiere dort unten feststeckten. Keiner weiß, wo sie sind, sie wissen nicht, wo sie sind, doch plötzlich gab es einen Lichtblick. Canadian surveillance aircraft detected underwater noises in the search area for a second day on Wednesday. Ab dem Sonnenaufgang des 20. Juni hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen könnten. Ruhe, das geht langsam zu weit! Was habe ich gerade gesagt? Ich rufe die Polizei! Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet. Von der US-Küstenwache bis zu der Navy, der Air Force, der kanadischen Küstenwache oder der nationalen Luftwache waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbojen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Natürlich kam man auch auf die Idee, mit anderen U-Booten zu suchen, doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr es glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. Wait, is that Gabe? Come on, not every dude with a beard. Hi, this is Gabe. Der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben-Unterwasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. We're almost there, Freeman. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Victor 6000 zum Einsatz kommen. Wer ist Victor 6000? Unglaublich viele Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilten, alle auf der Suche nach einem nicht ortbaren und nicht identifizierbaren Klopfgeräusch. Natürlich kam das überselbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean einfach aussaugen lassen. Das U-Boot konnte durch das geniale Internet gerettet werden. Das Gesetz der Anziehung, Milliardäre, ein 12-jähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Natürlich war das ein Post von 4chan. Also ist mit Banging Noises wirklich Fickgeräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend, indem er ihn brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drumrum und stoppen rasch, hält den Controller und macht Autogeräusche.
Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zuvor mehrmals die Herzen des Internets eroberten, weil sie zahlreiche Fischerboote angegriffen hatten. Killer whales are not our friends. Stop rooting for the orcas ramming boats. Nice try. Boat. Gleichzeitig gab es auch noch einen kleinen Zwischenskandal, weil der Stiefsohn von einem der vier Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit OnlyFans-Model. Milliardärs Stiefsohn geht lieber zum Rockkonzert. Oh, what is he supposed to do? Be sad at the house? Is he supposed to go look for himself? Yes. You're supposed to be at the house, sad. The goat! Als nach vier Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und so wurde das Suchgebiet verdoppelt. Sonarschleppbojen. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20 gleichen U-Boot-Witzen zu langweilen, so sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Leave me alone! Okay, wir haben es verstanden. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen, doch bitte lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein U-Boot mit 5 Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff verlor. Exakt 111 Jahren nahm die RMS Titanic 5 weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der 5 Passagiere hat überlebt. Wie alt? Oh, 1977. Grab. Keiner der 5 Passagiere hat überlebt. Nun, die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel darüber veröffentlichten, was denn jetzt mit dem U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden, im Umlauf waren, wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen und sich anzugucken, was genau passiert ist. Das U-Boot verlor nach 2 Stunden den Kontakt zum Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze 8 Stunden, bis man das vermisste U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall melden muss. Für Investoren und zukünftige Passagiere eine dicke, rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nachdem mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtete die US Navy auf einmal, dass man zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits 2 Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde und die Leute trotzdem tagelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militärtechnologie System das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert.
Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger überlebt. Nein, ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boots durch einen Suchroboter gefunden und spätestens dann war klar, was passiert war. Shortly after arriving on the seafloor, we discovered the debris of the Titan submersible. Sadly, a rescue turned into a recovery. Have to apologize, we're still demobilizing. It's a lot of emotions. People are tired. Die fünf Passagiere tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. Siebte Klasse Physik, Außendruck stärker als der Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau heißt implodiert? It is explosion. Just backwards. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 380 Bar oder die Last von 100 fucking Elefanten auf einen stößt. I'm doing this with my mind. In case you were wondering, this is all telekinesis. Nein, so sah das nicht aus. So auf keinen Fall. Das hier ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hülle des Minitauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, schöne Animation für 2003. Hier ist ein Metalltank, der implodiert. Okay, das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. Aber auch diese Vorstellung, ne? Also auch allein schon die Vorstellung, das muss... Also ja, gut, dann kriegen sie es nicht so mit, ne? Aber diese Vorstellung ist so unfassbar. Ich finde die so gruselig, die Vorstellung. So, boah. What the fuck? Nicht vergessen, das U-Boot implodierte tausende Meter tief. Tot. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren. Einfach weg. Was ist das Rote, was da austritt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehne hat. Ich sag immer, woran die Lehne hat, fragt sich immer. Doch, Moment mal. Wenn die Ocean Gate Titan nach 2 Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am dritten Tag? Sendet mehr Menschen. Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren oder dass Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. It was whales having sex. Doch, sind wir mal ehrlich, wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Nosferatu. Danach wurde OceanGate als Firma geschlossen, die Spuren der Tragödie wurden versucht zu verwischen und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. They couldn't handle the pressure, it seems. Die Tiefseeindustrie und alles, was auch nur ansatzweise mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeanes für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können.
Habe ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Oceangate kam dann auf die geniale Idee, sich anstatt dem Meeresboden dem Venus zu widmen. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Ich meine, U-Boote bauen kann er. Also, so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Um Himmels Willen. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Barrieren durchbrechen? Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicherzugehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of oiled paper this time and uses the SpongeBob controller for steering it. Die ganze Sache hatte außerdem ein paar lustige Side-Effects. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard Top 100, nachdem Leute anfingen, durch den U-Boot-Inzident den Song wieder zu streamen. Boy. Mathe- und Physiklehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5000 Bananen kaufen möchte. Ja. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Stimmt. Nachfrage. The famous Logitech controller that was used on the sub is now a bestseller on Amazon. Und das Produkt hat auf einmal einige interessante Reviews dazu bekommen. This makes me so angry. I can only go down with this controller. Up button doesn't work. It makes me so angry. I'm about to implode. Und auch das Spiel Iron Lung, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal überraschend viel Liebe vom Internet ab. Input funny rich men dying in a sub-joke here for the 1 millionth time. Firmen wie Subway mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Controller-Angebot und zahlreiche andere waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen und werden genauso wie die meisten auch deswegen wohl in der Hölle landen. What's this, you fucking piece of shit? What the fuck is this? Wow, danke Pornhub, dass ihr mir zeigt, dass das U-Boot 15.000 Cocks tief implodiert. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt. Und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden. Nein, die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrashed, was jedoch sehr lustig wäre. Und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwassermikrofone aufnehmen können. Guys, is this Freddy Fazbear? Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Doch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos-snapped wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Nun gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit achtmal dem Wort Tod unterschrieben hat? Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abakowski, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aerowaggon baute. Nun, starker Wind, 114 km/h Geschwindigkeit, der Wagen entgleiste und... Für die Wissenschaft! Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind, wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte, das wussten wir auch schon. Also, was nehmen wir mit aus einem tragischen Szenario, das so gut wie niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre? Was ist das für ein abruptes Ende? Mein Gehirn war gerade noch auf Höhenflug, Informationsüberfluss, Reiz und jetzt ist einfach zu Ende? Ich habe keinen Vergleich. Ich wollte gerade irgendeinen Sexvergleich mit Orgasmus und so bringen, aber ich finde keinen. Ich finde keinen Vergleich. Ja, danke fürs Zusehen.